Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zur Fantasy Mod mit Well. Moin, Asra, ganz schönen guten Tag. Hey, auf Extra-Tour bist du. Was tust du? Ich glaube, hier ist schon wieder eine Schlange irgendwo. Ich werde erstmal von den Schlangen verfolgt. Ich versuche meine Blitzquest zu machen, weißt du, so wie mit der Eisquest da am Ende. Sehr gut. Ich bin aber noch am Hinlaufen. Aber ich finde ganz viele ungelootete Nester, weil im Nordwesten war anscheinend noch keiner. Ja, weil da noch keiner durchgelatscht ist. Oh Gott, Wolf. Oh shit. So, und ich glaube, ich werde mir jetzt etwas Stahl besorgen. Oh nein, der ist... Oh shit, ich kann den Wolf jetzt leider nicht auseinandermessern, weil da kommt so ein Reiterviech, weißt du, der eben auf der Leiter war. Ja, dann ist es eben so. Aber vor dem will ich abhauen. Da habe ich keine Lust, mich mit dem anzulegen alleine gerade. Dann kann ich ja wieder zurücklaufen. Ich glaube, bei den Händlern war eine Stahlkiste, eine Munitionskiste. Nicht mehr hinter mir her, hoffe ich doch mal. Es hat Knack gemacht. Irgendwas hat hier Knack gemacht. Das heißt, ich muss vor dem Ausrufezeichen sein. Da. So, die muss ich jetzt mit Blitzzaubern dann wahrscheinlich alle killen. Ne? Ich hoffe, hier ist nicht so viel los. Du hast doch mal so eine Quest gemacht. Da war da plötzlich die Hölle los. Alles klar, viel Spaß beim Hunten. Das sind zwei Munitionskisten. Hier kriege ich hoffentlich das nötige Stahl, um die Ranch wieder zu reparieren. Wieso spawnen hier Bauarbeiter-Zombies? Ich muss Utility-Worker-Zombies killen für meine Blitzquest. Okay. Das ist beabsichtigt. Interessant. Steht auch so in der Quest-Beschreibung jetzt. Gut. Das ist ja witzig. Okay, einen habe ich. In der Richtung waren wir noch gar nicht großartig unterwegs. An welcher? Also in vielen eigentlich. Also ich bin jetzt Nord... westlich. Boah, Standbild. Nee, westlich waren wir noch nicht wirklich, das stimmt. Ja. Oh Gott! Erst einmal anschießen. Wir spawnen nochmal neue nach, glaube ich. Okay. Ja, das mag sein, dass da nie wieder Muni spawnt, aber dafür habe ich jetzt nein, Stahl und hier eine Ranch, so ein, die wieder funktioniert. Hier kommt so ein, oh Gott, Spinnen, hier kommt so ein großer Dämon. So ein 3000 HP Dämon, weißt du? Ach, so einer, so ein roter. Ja, so ein roter. Oh Gott. Jetzt sind hier zwei Spinnen gespawnt, das ist überhaupt nicht cool. Drei Spinnen sind hier, glaube ich, gespawnt. Erstmal um die Spinnen kümmern. Ach, kommt! Nein, Verrecklinge.
Drache ist hier auch noch, Mini-Drache. Volles Programm bei dir. Ja, volles Programm. Standbild. Oder eine Harp hier oder was das ist. Manticore Fly. Oh gut, der geht noch. Naja, man trifft ihn halt nicht. Ach, na klar. Oh nein, Spinne hat mich getroffen auch noch. Und schon wieder daneben. Ich brenne. Was ist denn das für ein Teufelsimp? Scht. Oh, Yucca. Drei Spinnen sind vor mir gespawnt. Du glaubst es nicht. Drei Spinnen. Ganz vergessen, man kann ja auch mit rechts zuschlagen. Oh, ey. Und jetzt rennt immer noch dieser 3000 HP-Typ rum. Oh, ich nehme jetzt eine Heilbandage. Oh, jetzt kommt hier noch eine Eisprinzessin drin vor. Mäh. Du hast auch mal so eine Quest gemacht. Da war plötzlich die Hölle los mit großen Kreaturen. Ja, du erinnerst dich das dran. Das kenne ich, ja. Auf einmal ist Party. Irgendeiner hat die Essensglocke geläutet und man ist da. Nochmal zwei Spinnen. Drei Spinnen. Es ist doch nicht normal. Die spawnen immer in Dreiergruppen. Die Tür nicht zu. Spinnenspawnpunkt? Gibt's sowas? Ja. Woran erkenne ich die? Sieht aus wie so ein komisches Baum zusammengelegtes Geflecht. Alles klar, hab ich gesehen. Ich bin hier mal weg dann. Kann man den zerstören? Hab ich noch nie probiert, aber wahrscheinlich. Da vorne kommt noch so eine Riesenschlange. Danke, ich bin da mal raus. Ich würde ja ganz gerne den letzten Typen da auf dem Boden noch looten. Für so ein paar... Was war das denn jetzt? Was ist denn bei dir los? Ach, irgendwas ist vom Dach gefallen, so ein Riesenskelett. Beziehungsweise... Normales. Oh. Und jetzt aber weg hier. Wo ist denn der Dicke? Ah, da vorne ist er. Okay, ich wusste nicht, dass es Spinnenspawn-Punkte gibt. Das ist ein guter Hinweis. Danke, Rieke, fürs Antralan. Kontakt. Navent. Paternostrum. Spinnenister kann man recht leicht zerstören. Ja, aber möchte ich jetzt gar nicht versuchen. Ich denke, ich lieber mit den Sachen. Warum habe ich die denn nicht an? Ich glaube, ich esse erstmal was. Ist die Wassermelone besser? Die Wassermelone hat null Horizontal Support. Interessant.
Ich esse sie trotzdem mal. Wie equip. Recipes. Ach, da kannst du Melonen. Jungs. Oh Gott, Mensch, hau dir doch den Kürbis nicht in die Birne. So ein Drecksvieh. Ob der Wolf da noch liegt? Den finde ich aber nicht wieder, den Wolf, ne? Ich glaube nicht, dass ich den Wolf noch wieder finde. Mal an. Bin. Aha. Nee, dafür bin ich jetzt zu viel kreuz und quer gelaufen. Eben. Ja, vielleicht findet mich ein neuer Wolf. Wähl alle Viecher vor. Oh, keine Ahnung. Habe ich den Bogen denn weggepackt? Ah. So, ich bin schon wieder am Stadtrand. Ich klopfe mal eben ein paar Ressourcensteine nochmal. Ja, auf jeden Fall. Oh, nee, dann nehme ich aber einen anderen Mod rein. Modify. Ich mache mir nur Sorgen, weil meine Robe ist bald kaputt, ne? Ja. Würdest du trotzdem anlassen, also... Ja, ich weiß nur nicht, ob sie dann noch wirkt, oder? Also ob sie dann noch weiß was, ich auch nicht. Ich weiß das jemand? Würde darauf spekulieren halt, ne? Also weiß das überhaupt jemand? Eine kaputte Rüstung bringt die noch Schutz? Wobei, dürfte ja eigentlich nicht, ne? Weil warum sollte sie sonst kaputt gehen, ne? Mal gucken. Ceramelli, guten Appetit. Ich verschwinde erstmal, du musst Pizza essen. Kann ich verstehen. Das ist eine gute Frage, ne? Weil die Robe bringt ja auch so ein bisschen Spirit-Bonus, der da noch da ist. Mal gucken, ob er vorher mal seine Statistiken, seine Stats, seine Werte angucken kann. Und dann gucken, ob die sich verschlechtern. Wenn die dann kaputt ist. Bring mal ein bisschen Zement mit, der liegt hier frei rum. Ja. Die blauen Dinger, ne? Genau, und die blauen Säcke. Mhm. Oh, es hat was. Etwas macht ja Mu. Können wir uns ja gleich mal angucken. Ich frage mich, wo diese Standbilder herkommen. Ich bin mal gespannt, ob mein Rechner nur den Mod nicht mag oder ob das das Spiel ist. Ich habe, wie gesagt, Vanilla ist ewig her, Alpha 17. Wir werden es in der Alpha 18 sehen, ob da noch was auftritt in der Richtung. Ja, da bin ich eh gespannt. Ja. Oh ne, das ist aber... Rieke stellt einen Teller mit frisch gebratenen Schnitzeln in den Chat und dran. Was? Nee, oder? Ja, sowas darf ich hier lesen. Das ist ja lieb gemeint, aber es ist schon... Eins, schönen guten Abend. Jetzt habe ich Lust auf Schnitzel. Ich will davon nichts hören. Alle unanständig. Ich ernähre mich hier ausschließlich von Cappuccino und ihr redet da von Schnitzel. Ich habe auch noch keine feste Nahrung zu mir genommen. Außer dieses eine Blödchen heute früh. Das Blödchen. Schnitzel mit Pommes, ja genau. Und Salat. So, ich bringe da noch ein bisschen Eisen und Blei bringe ich vor allen Dingen auch mittlerweile, glaube ich, ein bisschen mit, ja. Ich glaube, du kannst da dann auch auf jeden Fall mal die Lightning... Brauchen wir Blei? Für die Lightning-Geschichte. Brauchst du 100 Blei. Dann kannst du dir eine Lightning-Conjure herstellen, wenn du Bock hast. Okay. Kannst du mal gucken, wenn wir schon 100 Blei haben, wenn du zu Hause sein solltest. Mit Sicherheit haben wir das.
Wir haben unheimlich viele Ressourcen. Ansonsten habe ich hier noch 23 Play jetzt mit. Ich muss hier weg, der berittene Typ kommt gerade zurück. Da habe ich jetzt keine Lust drauf. Da hat jemand sein Ei verloren und in so einem großen Beutel zurückgelassen. Ganz merkwürdig. Oh, hier ist aber ein Ressourcenstein nach dem anderen, ne? Also hier würde ich ganz Geil, gerne gute weitermachen Ecke. gerade. Ah, Joachim, still jetzt. Hätte mir jetzt Asiatisches jeder Schnitzel? von seinen Schnitzelabenteuern, ey, das ist ja nicht zu glauben. Jetzt wird hier noch asiatisch mit in den Raum geschmissen. Asiatisch ist auch lecker, ja, aber. Also Auch in Ressourcenstein. unserem Zustand ist alles lecker, oder? Ja, würde ich sagen. Der letzte Millimeter im Inventory ist voll. Keine Chance, irgendetwas zu nehmen. Da ist noch ein Stein, den nehme ich mit. Wieso laufe ich immer ohne Robe rum? Kann mir das jemand verraten? Ich mache mich immer nackig und ziehe es nie wieder an. Silja Nova, Das schönen guten Abend. machst du nur fürs Publikum, oder? Ausdauer. Völlig weg. Und das hört sich gar nicht gut an. Was denn? Haben wir So was ein bei uns? Brummeln. Wieso? Ich habe keine Hose an? Warte mal. Doch. Das sieht so ganz gut aus. Gut, dieser Basketball, dieser Footballhelm passt da nicht zu, aber der schützt mich ja auch. Da muss ich noch mal hin. Wohin? Links höre ich irgendwas Hundeähnliches. Da willst du jetzt hin? Ah, das ist ein Bär! Okay. Habe ich irrtümlich für einen Hund gehalten. Okay, es ist ein Bär. Da ist ein scheiß Huhn. Das Huhn verarscht mich eh wieder. Auch links? Such dir eine Ja. Lagetta und lass sie den Bären killen. Die macht das ganz Nee, gut. nee, 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 ich will nach Hause. Ich kann sowieso nichts nehmen. Das ist Wahnsinn. Diesen Zustand macht mich alles, macht mich selbst eine Zahnfee macht mich fertig, ey. Das hat da keinen Sinn. Also ich bringe dir noch Eisessenzen mit 29. Die kloppe ich gerade aus den Steinen raus hier. Hinten ist dieser Briten wieder. Das gefällt mir nicht gut. Kommt der Spruch, da wird ja der Hund in der Pfanne folgt, eigentlich aus der asiatischen Küche? Eins. Du bleibst da hinten, das ist mein Tanzbereich, das ist dein Tanzbereich da. Okay? Tja, ich trage ja auch eine Wassermelone, dann kann man doch schon mal sagen. So. Da ist noch einer. Dann kloppe ich noch den vierten Ressourcenstein hier. Skafas, guten Abend. Ich glaube, jetzt mittlerweile rutsche ich einfach nur noch runter. Die Kamera ist es nicht mehr. Ich habe hier noch eine Schatzkarte. Willst du auch mal eine Schatzkarte nehmen? Kann ich mir Pack die mal in überlegen, die ob ich sie dann Kiste. lese, ja? Repair. Hast du deinen Schatz, hast du denn jetzt schon einen Schatz gelootet mal oder warum? Nein, Okay. nein. Würde ich nicht ohne dich gehen, weil das ist alleine, denke ich, noch ein bisschen zu Joker. Och, meinst du? Ja. Gut, zu zweit schaufelt sich schneller, ne? Also manchmal kann man die echt lange suchen, ne? Die Dinger. Ja, ach stimmt, der Bär, da war ja was. Okay,
wir nehmen den Bär, ja? Also das Bärenfleisch nehmen wir mit. Ja, ich hatte 7 nur rausbekommen. Mal gucken, vielleicht bringt der ja mehr. Ja, Fleisch ist echt so eine Ressource hier, ne, in dem Spiel, ne? Mhm. Da muss man am Ball bleiben. Zzt. Patsch. Hier ist eine unberührte Kuh. Ich berühre sie mal. Ja, da kriegst du Milch raus, wenn du reingreifst. Ja, stimmt. Hast du recht. Ich lass sie mal leben hier, ne? Noch ein Kochtopf. Können wir schreddern, würde ich sagen, ne? Scrap. Was ist denn das hier überhaupt? Hier so ein Schaf. Okay. Ne, da. Ich habe hier so eine richtig kleine, schöne Häusersiedlung gefunden. Okay. Oh, ein blauer Morgenstern 3. Stone Knife, Stone Spear. Echt jetzt? Stone Spear lasse ich mal hier, ne? Die alte Machete auch. Aber den blauen Morgen... Die kannst du scrappen, dann machst du Eisen draus. Ah ja, stimmt. Scrap. Den Steinspeer nicht. Die Machete scrap ich auch. Ja, den Steinspeer, den kann man da nicht scrappen. Und einen blauen Morgenstern 3. Der macht 42 Milli-Damage. Der Bär ist irgendwie innen rein und kommt jetzt nicht mehr raus. Der Eimer. Ah, okay. Der Morgenstern kostet aber auch doppelt so viel Ausdauer, mal eben wieder Schwert, ne? Mhm. Wenn wir den reparieren, können wir den gut verkaufen. Der bringt 310 Coins. Also jetzt schon im dreiviertel defekten Zustand. Guten Tag, wohnt hier keiner? Wie ist denn der da reingepackt? Was ist da zu? Was ist das für ein Trick? Hä? MXR797, vielen Dank für deinen Follow. Er ist tot. Ah, aber ich kann vielleicht von außen looten. Ich bring Kartoffeln mit, okay? Ja, dann machen wir einen schönen Auflauf aus dem Bär. So, Asrak, ich bring Kartoffeln mit, ich habe ein Beet gefunden. Ja, sehr gut. Ach, das ist ein Traumwelt. Sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch Pilze finden. Pilze findet man am ehesten in Höhlen oder so? Oder wo findet man Pilze? 4 Fleisch gab der Bär. 4 Fleisch, mehr nicht? Nee, mehr nicht. Mit was hast du denn bearbeitet? Decker 2. Nimm ein Knochenmesser. Ich meine, wir haben das mal ausprobiert oder irgendwo habe ich mal gehört, dass der Dolch weniger Fleisch rausbringt als ein Knochenmesser. Oder das eine Machete, glaube ich, sogar weniger irgendwie. Irgendwas klingelt da bei mir. Ich weiß es nicht genau. Mhm, okay, das teste ich. Also 4 wäre sonst echt Pech, glaube ich, ne? Ja, nicht schön. Dafür, dass ein Bär so viel Aufwand ist, ne? Ja. So, jetzt bin ich wirklich. Vor allen Dingen, dass er da reingepackt ist, das nervt mich total. Jetzt bin ich wirklich leider komplett überladen. Aber ich glaube, ich bringe 66 Kartoffeln bringe ich mit. Die sollten wir vielleicht auch Teile davon zum Anbau nutzen, ne? Aber ja. Wenn wir noch Pilze haben. Wenn wir sie können. Wenn wir anbauen können. Klar kannst du anbauen, aber. Nein. Wenn du überhaupt daraus Samen machen kannst. Wenn wir nicht die Fähigkeiten haben. Da müsste man wahrscheinlich noch den einen oder anderen Skillpunkt reindrücken, genau. Mhm. Das glaube ich auch, dass das so ist. Ich muss dringend puppen. Welt der Wunderkinder. Das ist auch ein schöner Name. Vielen lieben Dank für den Follow und einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen bei den Walisern. So. Ja, Zombiebären, nicht Zauberbären. Ja, ich kann jetzt vom Dach aus auf Toilette, ne? Das sagtest du, ne? Ja. Okay. Dann muss ich das auch. Was stehst du denn da vor der Tür? Wo ist denn das Klo?
vom Dach aus. Wo geht denn das Loch hier runter? Rechts von der Leiter. Ach, ach das da, genau. Ach, okay. Mit den Woodfriends kann er direkt drauf landen. Das ist echt lustig. Das ist echt gut. Asrak. Was denn? Einfach die Woodframes wegnehmen und schon besser auf den Klo. Ja. Wem mehr geht's nicht, sag ich mal. Man ist ja auch ein Stück weit faul, ne? So. Ah. Erstmal schön Kacka gemacht. Ja, aber du kommst von hier aus nicht wieder hoch. Das ist das Problem. Doch, Woodframes? Nee, kann ich nicht. Doch, ich zeig dir wie. Ich kann keine Woodframe setzen, ich kann nicht so hoch springen. Ja, ich zeig dir wie, Ah, ich Sekunde. Weiß wie. Naja. Auf die Mauer springen, ne? Du musst ja weg. Auf die Mauer springen. Ja. Wenn du rechts auf die Mauer springst, ja, dann genau. Ging's ja. Genau, okay. Alles klar. So, pass mal auf hier. Für dich? Sekunde. Ja. Ich muss nur die bösen Zweiecke setzen. Okay. Können wir gleich machen sonst. Du, wir sind bei 26 Minuten. Wollen wir uns mal ja. Eine Pause gönnen oder so? Sekunde. Recipes, Mac auf. Stell die Spikes weg. Okay. So. Da doch gar nicht hin. Kartoffeln. Kürbis. Die Wolle ist bestimmt in der Waffenkiste, aber da kann sie meinetwegen auch bleiben. Ich muss sie jetzt nur irgendwo. Ja, wusste ich doch, die ist da. Ich kenne auch meine Pappenheimer. Die Wolle ist in der Waffenkiste. Kann ja gehen. Alles klar. Ob man da zwei von reinpacken kann, das wäre cool. Okay, wollen wir uns dann verabschieden für die Folge? Ja, können wir tun. Ja, okay, gut. Dann. Ihr Lieben. Auf Wiedersehen. Macht's gut. Bis tschüss. Denn. Tschüss.